Hey, hey, hey und willkommen zu meiner Arsonist Masterclass. Super, ich habe eine Runde gehabt, Leute im Brand gesteckt, wäre sogar mal Luna neidisch, bin ich ehrlich. Wenn ich jetzt denkt, oh Vlesk, hier ist sehr heiß, weil alle Leute brennen und es ist sehr warm, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr nicht gemacht habt, okay? Ich wünsche euch viel Spaß, tschüss. Ja, ja. Alles klar. Okay, viel Spaß. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Spaß. Oh, wer bin ich? Ich habe ein Schäfchen angezündet. Und dann würde ich als nächstes gerne Franz anzünden. Aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Sag ich immer. Bum, bu, dum. Der ist dann auch noch. Mach mal Licht wieder an, bitte. Camouflage ist drin. Da ist noch jemand getötet worden. Drei. Ich will dich wirklich nur eben anzünden, Toni. Sehr gut. Ja, läuft ja gut bisher. Geh mal zum Licht. Wie wird alleine gefixt? Da unten sind genug Leute, das ist aber Terce und Toni, sprich. Ist ein bisschen schwer für mich, da jemanden zu erwischen. Genau, Faro eben. Läuft gut, und jetzt hoffe ich, dass Franz oder so. Franz, Smaggy oder so, die müssen sterben. Fertig, ne? Hallo. Hallo. Ich habe Terce. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Lenny. F. Lenny. Ich leg dir Blumen auf. Ja, kein Imposter. Also, es ist erst Terce gestorben und dann Lenny. Ja, Terce ist, glaube ich, schon ein bisschen länger tot. Wie alt circa? Das kann weiß ich nicht sagen, aber vor dem Report auf jeden Fall. Vor also dem es war fast ein, also für mich sah Alarm. Es aus wie ein Double Kill irgendwie, aber. Nee, nee, ja. Nee, vor dem Alarm. Vor dem Alarm. Ja, ah, okay. Wo dann genau müsste liegt er? An der Tür von Labor. Das Ding ist, es werden super viele ja auf der anderen Seite, also bei O2. Da müsste auch Lenny liegen übrigens. Wir können niemanden ausschließen. Das die einzige Person, die zu dem Zeitpunkt bei Terce in der Nähe war, ist eine dunkle Farbe gewesen. Aber das hilft nicht viel. Aber wir können eine helle Farbe dafür schließen. Ich glaube übrigens, dass Terce nicht. Also Onkelchen Sakuri waren auf der linken Seite. Von daher. Ich wurde von Franz gejagt. Also entweder wollte er mich anknabbern oder. Nee, er ist aus. Wenn ihr dunkle Farben könnt ihr gerade ausschließen. Eine Person. Ja, Frage, wer war vor dem Alarm in diesem Piu-Piu-Piu-Raum? Wie nennen wir das? Weapons? Ich war da mit Smaggy dran. Vor dem Alarm. Das ist schon etwas her, ne? Ja, das ist schon ein bisschen her. Vor dem Alarm, das muss ich wissen. Genau, danach bin ich nach O2. Genau, okay, cool, dann kann ich euch ausschießen. Wie könnt ihr dann noch alles aber ausschießen? Aber Smaggy, du warst schon vor dem Alarm in O2 mit Fless zusammen. Genau, ja, hab ich gerade gesagt. Ja, aber welche Person war da nicht bei euch? Welche dunkle Farbe war nicht bei euch? Wahrscheinlich Vivi. Ne, Vivi war doch Vivi bei und euch. Vivi und Faro, glaube ich.
Nee, ich war auch im Office. Doch, bei Admin war ich am Admin-Table und bin dann links rausgelaufen, bin gerade oben vor Electrical, okay, bin danke, ich grad irgendjemand gecrossed. Was? Bambusel, Franz sitzt einfach. Komm, lass mich tausend. 2 Sekunden. Sehr gut. Smaggy ist tot. Das ist einer, den ich... 2 Leute brauche ich noch. Ihn hier. Und den Kothaufen. Dachte ich mir. So, Franz, wie gefällt dir das? Ich find's ganz geil, danke. Ja, muss gestehen. Wie kann ich für diesen Kill ausschließen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es wieder eine dunkle Farbe bei der Person war. Aber ja. Alex ist gar nicht dunkel. Hä, hey, aber, da, Juli, ganz kurze Frage, warum, was hieß jetzt, ich bin's mit dem letzten Kill am Ende? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ach, weil du in der Nähe von der Leiche warst, du bist eine dunkle Farbe. Ich dachte, die liegt im Lab, die Leiche, hieß es doch Terst, oder? Kurz vor dem Ausgang. Ja. Mhm. Aber, kurz Vivi, vor Lab, und ich war in Office und bin links raus. Ich war schon die ganze Zeit... Achso, der liegt jetzt im Gang vom Lab. Ja. Ja, ich kann Sakuri und Flesk rausnehmen. Die standen mit mir in Lifeline, als das passiert ist. Und Alex kam von rechts in Office rein. Von daher dachte ich eigentlich, dass Alex den Kill fabriziert hat. Mhm. Nee. Können ein Guesser Jester auf Yui machen? Ich glaube nicht, dass sie Hacker ist. Flesk, ja, ganz wichtige Frage. Ist irgendjemand um dich herum gedancelt? Franz. Aber ich auch und Franz. Ja, und Sakuri. Ne? Nur mal ich so. Hab Franz sein, ich hab mein Öl, ich hab das Öl einfach in meinen Behälter reingemacht und hab's auf ihn zurückgeschüttet. Was? Ja. Ich glaube nicht nur, dass er dich beölen wollte. Ich glaube, er wollte noch ganz andere Dinge mit dir veranstalten. Nee, also wenn bei dir der Bildschirm rot geblinkt hat, dann muss Sakuri Killer sein. Oder Alex, weil Alex stand auch dann am Ende. Wann ist das denn passiert? Onkelchen. Kurz vor Report. Ja, oh, dann, aber dann, dann ist sie wirklich Yui, dann ist Yui gar kein Jester, oder? Hä, warum ich? Hä? Ich bin doch gerade zusammen mit Vivi da hingegangen. Also Yui kann es nicht. Hä, das muss doch Alex sein, oder nicht? Alex war doch da mit uns. Ja, aber ich musste sie raus haben, damit ich anzünden kann. Let them burn, meine Freunde. Der Kill, den du davor gemacht hast, war wirklich wahrscheinlich Vivi. Ja, ist alles gut, ist eh vorbei. Also. Oh, mein Herz. Oh mein Gott. Oh, was? Ist eh vorbei. Ich gebe ihm auch noch den Shield. Eieieiei. Ich hab Flesk 10-mal versucht zu töten, hab nicht gecheckt, dass er ein Shield hat. Ja. Ja, sorry, Juli, aber du warst die Letzte, die ich gebraucht habe. Oh mein Gott. Oh, das sieht aus an der Leiche, wenn auf einmal die ganze Zeit. Alle gleichzeitig sterben. GG. Nice. Oh, GG. Gut gespielt. Gut gespielt. Krass. Flesk, wie hast du das gemacht? Ich war doch Asinist. Ich hab keine Ahnung, wie das ist. Arsenist, währenddessen laufe ich den Leuten einfach so die ganze Zeit 5 Sekunden hinterher. So richtig offensichtlich. Ja, Franz war komisch, der war im Baumraum, geht raus und ich gehe rein und er geht wieder mit rein. Ich meine, das fällt uns allen nicht so auf hier in der Lobby.